Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei einem neuen Video wieder mit dabei seid. Ich möchte heute gerne mit euch zusammen neue Produkte testen. Neu bedeutet nicht, dass es die neue teilweise auf dem Markt gibt. Manche gibt es schon länger auf dem Markt, aber sie sind vielleicht bei mir neu angekommen. Manche sind aber vielleicht wirklich auch neu auf dem Markt. Also ich zeige euch jetzt einmal, um was es geht. Erst einmal brauche ich eine gute Base und da benutze ich meine Beauty Mates Produkte. Das ist Step 1 und dann geht es ans Make-up. Tatsächlich, ich denke, wir starten mit den Augen. Und da war jetzt in der Plissim Box diese kleine Lidschattenpalette drin. Sehr spannend, möchte ich gemeinsam mit euch austesten. Zusätzlich meine Pony Pinsel, die habe ich auch noch nie benutzt, möchte ich auch noch austesten. Ich habe mir hier noch diesen goldenen Kajal hingelegt. Eyeliner, der war aus der A River Loves Me, Take Me to the Beach A Limited Edition. Also das ist wirklich ein komplett neues Produkt. Auch aus der Serie ist der Pinsel. Ich habe den schon benutzt. Der ist zusätzlich auch aus der gleichen LE. Ich habe gedacht, ich nehme den gerade mit rein, weil ich den hier testen möchte. Den habe ich mir aus dem Trashosaurus rausgenommen. Ja, den gab es mal irgendwie vor längerer Zeit als Limited Edition. Ich würde den gerne mal testen, den Bronzer. Und auch neu aus der Pink Box der Ofra Highlighter in der Farbe Rodeo Drive. Sehr golden und ich denke, dass eben der Highlighter auch sehr gut dann zur Lidschattenpalette passt. Lippenstift habe ich jetzt einmal den rausgelegt, weil der ist auch neu bei mir. Der ist aus dem Trashosaurus rausgenommen in braun. Sehr spannend. Ja, und noch ein paar andere Sachen, wo ich jetzt so in Paketen hatte. Zum Beispiel das hier von Essence, eine Healthy Glow Vitamin Complex and Cranberry Water Wake Me Up Foundation. Spannend. Und der Concealer von Charlotte Tilbury aus dem Trash-Paket. Also laut bunt gemischte Produkte. Ja, ich möchte heute einfach ein paar Videos drehen. Es ist Samstag und habe mir Zeit genommen und jetzt habe ich Lust, mich mit euch vor der Kamera zu schminken. Also ich freue mich sehr, wenn ihr jetzt dran bleibt. Wir starten jetzt mit den Beauty Mates Produkten. Vielleicht kennt ihr Beauty Mates schon. Ein paar YouTuberinnen machen gerne Werbung dafür, wie zum Beispiel Claudi. Ich habe mich da auch ein bisschen anfixen lassen und habe früher schon mal Beauty Mates Produkte genutzt. Und jetzt habe ich eine Kooperation, worüber ich sehr dankbar bin. Und ich mag die Produkte unheimlich gerne. Was ich jetzt noch nicht benutzt habe, seit die Produkte jetzt wieder bei mir angekommen sind, sind die Selbstbräuner Drops. Ich wollte es eigentlich benutzen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe es halt noch nicht getan. Jetzt benutzen wir die zusammen. Was ich eben auch sehr gerne benutze, ist der hier, der Augenlifting Booster. Der ja, soll halt ein bisschen auch die Schatten entfernen und hier unten ein bisschen den Bereich hübsch machen, straffen und so weiter. Da ist Phytokomplex und Vitamin B3 drin. Das ist hochkonzentriert. Man kann das natürlich genauso eben wie diese Bräunungsdrops in die Tagespflege einmischen. Tagespflege kommen wir gleich dazu. Oder was ich momentan gerade mache, den als Kur unter die Augen auftragen. Kur als, pur als Kur. Also hier unten aufträufeln, machen wir gleich zusammen. Dann seht ihr auch die Konsistenz. Und so, ja, was haben sie gesagt, so nach 2 Wochen oder so, sieht man dann wirklich auch ein Ergebnis. Und dann gibt es eben verschiedene Cremes bei Beauty Mates. Ich habe hier die Hyaluron Creme Boost, 24 Stunden Feuchtigkeitspflege für normale Haut. Eine richtig tolle Creme und was mir halt besonders gut gefällt, Beauty Mates ist ein Unternehmen aus Deutschland. Es hat Produkte, die ja, nicht an Tieren getestet wurden und die Produkte sind parfümfrei. Das heißt, ich vertrage sie auch sehr gut im Gesicht, weil ich da immer damit Probleme habe und bei Beauty Mates eben nicht. Ja, jetzt starten wir und ich würde jetzt den Augenlifting Booster mit dem hier starten. Wenn man das öffnet, kann ich euch zeigen. Also es ist auf jeden Fall alles Glas. Es ist schon auch ganz cool. Die ganzen Booster sind in Glasfläschchen drin und die Glasfläschchen sind undurchsichtig. Einfach auch, wenn das Sonnenlicht reinkommt, dass der Booster da drin geschützt bleibt. Grundsätzlich ist natürlich so, die ganzen Booster sollten jetzt nicht in der Hitze aufbewahrt werden. Also Raumtemperatur oder kühler macht ja auch nichts, aber halt nicht in der Hitze. Gerade das geht gerade für Selbstbräunungsbooster auch, also ich glaube nicht über 25 Grad. Da muss man im Sommer ein bisschen aufpassen. Ich mache es dann gern so, also ich habe ein sehr kühles Schlafzimmer, kann ich ihn auf jeden Fall lassen. Oder ansonsten, wenn ich ihn mal mitnehme in Urlaub oder so, gucke ich halt, dass ich ihn da im Kühlschrank unterbringe.
Also die Booster kommen mit Pipetten und ihr seht, das ist ein bisschen dickflüssig. Genau. Und nehme jetzt einmal zwei Tröpfchen. Das ist schon relativ gut gedacht. Und träufe mir das jetzt hier drunter, tue das ein bisschen leicht einklopfen. Und mit dieser Kur werden dann langfristig auch die Augenschatten weniger. Und ja, ich habe hier unten auch öfter so Schwellungen und so. Das wird dann alles ein bisschen gemildert. Zieht sehr schön ein. Muss man natürlich ein bisschen Zeit geben, wenn man es so pur aufträgt, dass es die Haut auch gut aufnimmt. Ja. Und als nächstes möchte ich eben den Selbstbräunungsbooster benutzen. Und da ich den jetzt zum ersten Mal jetzt wieder benutze, seit längerem, werde ich jetzt mit einem Tropfen starten. Einen Tropfen in die Tagespflege mit einmischen. Und ich werde dann wahrscheinlich eh drauf kommen, dass mir das zu wenig sein wird. Und dann werde ich dann im nächsten Tag einfach einen zweiten Tropfen damit dazugeben. Aus der Hyaluroncreme nehme ich jetzt etwas auf, wo ich so denke, das ist für das Gesicht ausreichend. Ich habe jetzt halt heute einen relativ hochgeschlossenen Pullover an. Wenn ich einen tieferen Ausschnitt habe oder so, dann benutze ich das auf jeden Fall komplett auch bis runter ins Dekolleté. Heute machen wir jetzt nur mal so weit wir kommen. Und ja, auch der Selbstbräunungsbooster hat eine Pipette und ist natürlich bräunlich gefärbt. Ich gebe, wie gesagt, jetzt einmal... Ja, so eineinhalb vielleicht, oder? Tropfen da drauf und vermischt das hier auf meinem Handrücken. Man kann das natürlich auch in der Hand machen oder in einem Gefäß oder so. Also ich vermische das und dann kann man das richtig schön auftragen, ohne dass es eben auch Flecken gibt. Wichtig ist, wenn man einen Selbstbräunungsbooster verwendet, dass man eben auch hier ganz nach hinten fährt, ganz nach oben fährt. Alles versucht gleichmäßig zu verteilen, was aber nicht schwierig ist, wenn es in der Creme eingearbeitet ist. Und was eben auch ist, und das zeige ich euch jetzt deswegen auch in diesem Video, es ist eine hervorragende Make-up-Base. Also die ganzen Produkte von Beautymates sind hervorragend geeignet, um unter dem Make-up getragen zu werden. Ich werde jetzt aber Hände waschen gehen, weil sonst habe ich hier unter Umständen einen braunen Fleck. Ich kann es natürlich jetzt so verteilen, aber ich werde mir jetzt schnell die Hände waschen gehen und bin gleich wieder da. Die Make-up-Grundlage ist jetzt gut getrocknet. Ich nehme meinen Spiegel zur Hand und dann mache ich als nächstes weiter mit dem Concealer von Charlotte Tilbury. Ich habe den schon auf dem Handrücken getestet. Der hat ganz gut gepasst von der Farbe, aber ich habe ihn eben noch nicht im Gesicht aufgetragen gesehen. Ist krass, wie ergiebig der ist. Also ich hätte es nicht gedacht anhand dessen, was ich da aufgetragen habe, dass es so viel ist. Und jetzt nehme ich gleich drauf die Foundation von Essence Fresh and Fit. Der Farbton, glaube ich, passt ganz gut. Also ich könnte es mir jetzt hier auf den Handrücken tun, aber ich tue es meistens direkt auf den Pinsel. Da muss ich nicht nur Hände waschen gehen. Also irgendwie wirke ich sehr gelbhäutig, oder? Also ich glaube, die Foundation ist nicht wirklich das Richtige für mich. Die ist schon sehr, sehr gelb, farblich. Ich glaube, die sagt mir leider nicht so zu. Jetzt werde ich aber noch einen Puder holen und drüber gehen. Vielleicht kann das die Farbe noch ein bisschen ausgleichen. Das Puder hier mag ich sehr gern. Das ist von Kiko. Blossoming Beauty aus der Reihe. Einfach so ein farbloses Puder. Ja, also mein Favorite wird wahrscheinlich die Foundation nicht. Der Concealer ist echt ergiebig und gut. Könnte mir ein Ticken zu hell sein. Allerdings vielleicht so ein bisschen zum Highlighten. Hier meine dunklen Schatten wegmachen, ist das schon nicht schlecht. Ich habe ihn jetzt großflächig verwendet, aber wenn ich den vielleicht, wenn er mir dann im Sommer zu hell ist, kann ich hinten nur so ein bisschen zum Schatten wegmachen verwende oder hier ein bisschen aufhellen, finde ich den schön. Genau. So. Jetzt machen wir weiter mit den Augen. Und da habe ich mir diese Lidschattenpalette hergelegt. Mini Quad aus der Blissim Box. Cella heißt die Marke, meine ich. Travel Size. Wenn sie einem natürlich gefällt, kann man sie sich in groß nachkaufen. Die ist wirklich ganz klein und süß, hat 4 Farben. Schaut so aus. Wir können sie jetzt einmal swatchen. Das würde ich eigentlich immer empfehlen, bevor man eine neue Palette testet. Einmal die Farben swatchen, damit man einfach
sieht vorher schon, mit was man zu tun hat, ob man da lieber vorsichtiger rangeht oder gleich weiß, man kann da gleich mit der Aufbauarbeit beginnen. Ja. Und wir sehen, der matte dunkle Ton ist sehr kräftig. Der hier ist richtig schön als Base fürs Auge. Dann haben wir hier so einen richtig schönen Schimmerton, der ist ein bisschen sehr zarter. Und einen krassen Goldton. Jetzt versuchen wir mal, damit was aufs Auge zu kriegen. Ich werde wahrscheinlich wieder Musik einblenden, weil ich brauche die Konzentration, damit das was wird. Braucht natürlich einen Spiegel dazu, weil die kleine Palette hat keinen. Also, bis gleich. Und ich mache zwischendurch immer wieder mal die Augen auch auf und schaue mich so im Spiegel an, weil ich ja Schlupflider habe und ich muss natürlich wissen, wie viel schlupft denn eigentlich ins Lid. Und mit offenen Augen sieht man das halt immer gut, dass man überhaupt noch was vom Lidschatten dann auch sieht oben. Also, süße, süße Sommerpalette. Den Farben nach schreit sie auch wirklich Sommer, finde ich. Allerdings krümelt die doch stark, also in den matten Tönen. Und die schimmernden Töne sind sehr, sehr feucht. Wirklich schön damit zu arbeiten. Finde ich richtig süß. Ich würde sie wahrscheinlich nicht solo mitnehmen in den Urlaub. Ich würde dann noch eine zweite mitnehmen, weil die mir fast ein bisschen zu wenig ist. Also, das ist ein sehr einseitiger Look und den mag man mal machen, das ist schön, aber man mag den nicht, wenn man jetzt 2-3 Tage in Urlaub geht, jeden Tag vielleicht machen. Ihr wisst vielleicht, was ich meine, aber ich finde es so eigentlich ganz nett. Ich mache jetzt noch die Augen fertig. Vielleicht bringt er noch ein bisschen extra Schimmer mit drauf. Es ist auf jeden Fall ein viel dunklerer Goldton, als der Lidschatten war und intensiviert das Ganze noch ein bisschen. Ist nicht schlecht zum Spielen. Jetzt noch den Kajal drüber. Diese Mascara war, meine ich, auch in der Blissim-Box drin. Die heißt Blushed und von der bin ich ein bisschen enttäuscht, weil erstens ist das so ein richtiges Geschmiere hier oben. Ihr seht das vielleicht. Also irgendwie weiß auch nicht warum. Ist hier alles verschmiert. Und sie wirkt nicht so gut auf dem Auge. Also da kommt kaum was drauf, irgendwie so gefühlt. Allerdings, ich vertrage sie gut. Also das ist der Vorteil. Ich vertrage sie gut, habe keine Probleme mit Duftstoffen oder irgendwas. Also sie macht halt nicht so einen tollen Augenaufschlag. Ihr seht vielleicht, was ich meine. Die Mascara arbeitet sehr filigran, allerdings ist es jetzt nicht so der tolle Augenaufschlag. Naja. So, was müssen wir denn noch machen? Face-Produkte fehlen noch und Lippen. Ich mache jetzt als erstes, glaube ich, die Lippen, weil ich finde, das sieht immer so krank aus. Und nehme dafür diesen MAC-Lippenstift, der im Tauschpaket drin war, in Trashosaurus. Und hoffe, dass der mir nicht so dunkel ist, weil der wird mir schon sehr gut gefallen. Die Farbe des Lippenstiftes ist übrigens Well-Bred Brown und ich hätte vorher eindeutig ein Lippenpeeling machen sollen. Man sieht so ein bisschen, dass die Lippe nicht ganz weich ist und so. Aber die Farbe, dieses Schokobraune, finde ich schon cool, vor allem wenn es so ein bisschen glänzt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. So, für das Gesicht habe ich jetzt eben rausgelegt, diesen Bronzer von Rival de Young und der ist schon relativ alt, keine Ahnung wie lang. Und nehme jetzt diesen Powderpinsel, den hatte ich eben gestern schon mal benutzt, darum hat er schon diverse Fleckchen gehabt. Da kommt sehr gut Produkt drauf und ja, ich brauche wieder einen Spiegel.
gar nicht so schlecht, wie ich finde. Also der Bronzer ist wirklich schön warm, hat einen schönen Ton auf der Haut. Ich habe es jetzt auch vielleicht gerade ein bisschen übertrieben, aber ich glaube auch vor den, also ja, wenn ich jetzt filme, kommt es eh nicht immer so stark raus, wie es jetzt dann in Wirklichkeit ist. Wenn ich jetzt so rauslaufen würde, wäre das schon sehr stark. Aber ich wollte es jetzt auch bewusst ein bisschen stärker machen. Und den Bronzer finde ich eigentlich ganz schön. Was mich immer noch stört, ist so ein bisschen diese gelbe Foundation drunter. Und jetzt kommt noch als Topper der goldene Ofra Highlighter. Ich glaube, dass das alles sehr, sehr schön zusammenpasst, wie ich es mir dahergelegt habe. Ich nehme natürlich jetzt auch wieder so einen tollen Ponypinsel. Oh, da kommt schon richtig viel Produkt drauf. Gucken wir mal. Oh, der ist Hammer. Also ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt, aber der kann ordentlich was. Machen wir hier noch ein bisschen güldener. Oha, oha, oha. Nicht schlecht. Ich habe jetzt noch Videos zu drehen, also ja. Doch, so geht's. So geht's schon. Ein bisschen übertrieben habe ich jetzt mit dem Bronzer, aber ist egal. Ist egal. Ich bin heute zu Hause, mache hier meine Hobbys, gehe ich jetzt heute nach. Doch, finde ich ganz gut. Also, kurzes Resümee. Meine absoluten Highlights von den Produkten. Also, ich finde die Lidschattenpalette echt süß. Ist schon ein Highlight, finde ich. Der Highlighter ist sehr extrem. Also, sehr extrem. Muss man mögen, aber ja, für den Sommer. Oh, ich freue mich sehr über den Lippenstift, dass ich den rausgenommen habe. Der ist toll. Die Mascara kann nicht viel. Die ist nicht so toll. Ja, der Bronzer ist solide. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber ist solide. Ja, sehr, sehr toll. Der Concealer. Finde ich schön. Weiß gar nicht, warum den, weiß nicht, wer Claudi oder wer aussortiert hat. Die Foundation wird bei mir weiter wandern. Vielleicht gibt es jemand anderen, eine andere, die den Farbton gerne mag. Was hatte ich denn noch? Die tollen Produkte von Beauty Mates. Ja, natürlich. Also sowieso Highlights. Der Augenlifting Booster. Mega toll. Die Creme als Basis. Und die Selbstbräuner Drops. Die hatte ich ja schon einmal da. Funktionieren auch übrigens perfekt auf den Beinen. Ich habe da ein bisschen mehr dann genommen als 2 Tropfen. Aber funktionieren da auch perfekt. Richtig cool. Und man kann halt dann, wenn man die nimmt, nicht so viel falsch machen, wie wenn man jetzt einen anderen Selbstbräuner nimmt. Und man hat halt auch weniger Flecken. Oder zumindest ging es mir so, wenn ich das Ganze in eine Bodylotion einarbeite, habe ich ein schöneres Ergebnis. Vergesst bitte nicht, ich habe auch einen Rabattcode für Beauty Mates. Und zwar erhaltet ihr mit meinem Code 30% Rabatt auf die Produkte. Blende ich euch ein, habe euch alles unten auch in der Infobox verlinkt. Auch die Produkte, die ich euch gezeigt habe. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Jetzt tun ein bisschen Parfum vielleicht auflegen, aber das kann ich euch gar nicht so vorführen, weil ihr riecht's leider nicht. Und ja, mir bleibt jetzt euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen und mich bei euch zu bedanken, dass ihr zugeschaut habt und dabei wart. Ich wünsche euch noch alles Liebe. Bis bald!